Wir nutzen die Verzögerung und checken den Luftdruck des Bytes. Und damit herzlich willkommen bei der Mission. Ich bin's der Dennis. Das Mikro, Mann. So. Ich bin der Max, hallo, willkommen zu Chapter Review von One Piece 1087 1088. Ganz genau. Yeah. Und ja, da also TCB-Skin. Ja, ich will ungern irgendwie. Aber die Seite ist clean. Die ist gut. Die Seite ist clean. Ja, 1087, das Chapter beginnt mit einer Coverpage-Story, wo noch Ace mit Capybaras chillt. Wer nicht weiß, was Capybaras sind, im Deutschen werden sie, glaube ich, Riesenmeerschweinchen genannt. So ich weiß. Aber richtig dumm eigentlich. Ja, deswegen, aber es sind eigentlich voll die coolen Tiere. Und das Chapter heißt Battleship Bags. Jo. Also sprich, wie so ein Punching-Beutel, diese Boxsäcke. So. Diese Boxsäcke halt nur als Kampfschiff, dazu kommen wir gleich. Ja, und natürlich das erste Chapter nach den 4 Wochen oder sogar fünf Wochen langen Break. Bevor wir anfangen, vielen Dank an unseren heutigen Sponsor Monster Energy. Mann! Hier haben wir Monster Energy Juiced, Aussie Lemonade Style, ja, danke an Ozzy Osbourne. Der geht an dich raus, Monte, dein Gönnergy fickt den Hoher. Ja, also, ja. Oh. 12 von 10. Okay, nice. Und der Dennis hat hier ein Sprudelwasser von Rewe Ja. Danke für den Sponsorship, Raid Shadow Legends. Ja, nee, jetzt noch NordVPN. Achso, und nur mal ganz kurz nebenbei. Wenn ihr jetzt den Code DADAMISSION nutzt, kriegt ihr 50% Rabatt auf alle Premium-Inhalte von... irgendeinem fucking Game, was von Crunchyroll. Ja, wir werden doch von Crunchyroll gesponsert. Und knusprige Rolle, genau. Klasse, mein Leben. Ja, also 1087, wir haben ja schon gesagt, was hier das Thumbnail ist, wollte ich gerade sagen, was die Cover-Story ist. Ich brauche noch einen Schluck. Und ja, es geht einfach los. Mit einem Flashback eigentlich, auch wenn man es erstmal nicht checkt. Aber ist es ein Flashback? Ja. Ah, ne, Moment, scheiße, der kommt danach. Nee, das ist ein Presence Day, also wirklich so. Ja, sorry, nochmal alles zurück. In der Gegenwart, da brauche ich mein Handy gar nicht mehr für das Ding. Ich werde sowieso oder so wieder ein Minecraft-Video oder ein Battlefield-Video sehen, also von daher shut the fuck up. Ja, vielleicht können wir auch was einblenden, aber eigentlich ist es nicht erlaubt, deswegen... Wir werden auf 1 Milliarde verklagt. Wir nehmen einfach einzelne Bilder davon und werden sie so bearbeiten, dass es nicht mehr zu erkennen ist. Wir machen einfach, Propaganda rein. Zum Anfang des Jahrhunderts und jetzt sage ich nichts mehr weiter, aber Leute, wenn ihr das kennt, na, das ist zu lustig. Aber das Neueste, dass man Mr. Krabs da ja vor Gericht steht, fand ich ja eigentlich auch schlimm. Und Leute, wir driften gerade ein bisschen ab. Wir müssen wieder zum Chapter zurück. Weil sonst geht es hier 500 Jahre und wir labern nur über einen und denselben Meme. Ja, Mann! Let's go. Ja, und zwar, ich vergesse leider immer, wie der heißt. Ist das nicht dieser Bongard? Ne, der heißt, warte mal kurz, heißt der nicht... Ist das nicht, Breton? Brett? Braton. Brand New heißt der, genau. Wo kommt Bongard davor? Ich hoffe wirklich nur ein Flashback, weil wenn's Present Day ist, dann fick ich mir eben. Ja, also wir haben halt Brand New und der wundert sich halt, warum da jetzt irgendwo... vor dem Navy Branch G1 einfach so richtig viele Battleships rumstehen und die so richtig demoliert sind und zerstört sind. Und wundert sich dann so, who did this? Erinnert ihr euch noch damals, als man sagte, Garp benutzt zum Trainieren auch Berge, die er zerstören kann? Das war Garp, by the way. Ja, nicht nur er selber, ne? Nicht nur er selber, aber zum größten Teil war es Garp. Denn hier kommen wir nochmal dazu. Also hier wird es auch mal erwähnt, dass der Former Admiral Garp wirklich diese Schiffe mit bloßer Kraft, also selbst ohne Haki, zerstört. Also so lange raufgeboxt hat, bis sie wirklich demoliert waren. Das war seine Trainingsmethode, Daily Routine. Er und Aokiji haben das damals gemacht. Ohne Teufelsfurcht und ohne Haki. Also das ist halt, vor allem schon krass ohne Haki. Ja, das also das bedeutet halt, dass Garp wahrscheinlich mit seiner Faust unnormal ist, selbst ohne irgendwas einsetzen also zu müssen. Garp könnte rein theoretisch einen Sornfruchtnutzer, einen Paramezia-Nutzer so die Fresse polieren, ja, dass selbst ein Eltern nicht mehr erkennt, man das.
Ja, Leute, das ist auch immer so ein Running Gag. Wir nehmen auf, Max braucht erstmal ein Taschentuch. Ja, dich hört man jetzt nicht. Ja, das ist ja eigentlich so, jetzt sagt man hier quasi brand new. Das zeigt, keiner ist als Held geboren. Das ist quasi was, was man sich verdienen muss. Was man sich erwerben muss. Und perfekter Cut zum Pirate Island. Which you really do. ja. Zurück zu Pirate Island, also Hachinose, und jetzt kommt's nämlich. Dieser Riesentyp, San Juan Wolf. Du Juan. Wird einfach von Garp versenkt. Also wirklich ins Wasser geschmissen, also der ist da wirklich legit reingeflogen. Leider offscreen passiert hier Zugänge sehen. Ja, ja. Dann Vasco Schott säuft erstmal richtig hart ein dafür und nutzt dann irgendeine Attacke, nämlich Heavy Drinker. Hearth? Weiß ich gerade nicht. Hearthfire. Ist das zufälligerweise das K-Pop-Zeichen so fürs Herz? The fuck? Was macht ihr da? Das sieht wirklich fast aus wie dieses, ne? Also I Purple You und so. Ja, genau. Heavy Drinker by Purple You. Genau. Man sieht einfach hinten nur so ein bisschen Garp. so ein Schiff. Gab's so Leute, ich schwör bei Gott, dieser Leg Day Skip von ihm ist einfach unfassbar. Seine Beine sind einfach so wie zwei Stöcker. Ja. Apropos Garp, er nutzt zwei der Piraten von Blackbeard, also zwei random Piraten, als Schutzschild gegen diese Attacke. Also sprich, die brennen am eigenen Leibe. Ja, man sieht, dass Garp wirklich mit Piraten keine Mercy hat. Also null. Und dann schaltet sich halt wieder Avalo Pizarro ein mit seiner Inselfrucht. Guckt hier wieder die so. Die auch extrem OP ist. Die ist wirklich OP. Selbst gegenüber Garp ist die eigentlich OP fast. Die ist auch. Also die ist jetzt ein bisschen komisch eigentlich, aber so an sich, ja, doch. OP. Ja, und die. Also, Battles kann man immer schlecht beschreiben, weil eigentlich geht voll viel ab, aber so 70.000 Sprechblasen auf einem Panel, deswegen. Auf jeden Fall alle haben jetzt so Angst, dass da Pirate Island zerstört wird oder die Stadt abbrennt, weil dann Blackbeard wird dann mad, wenn das passiert. Und dann sagen sie noch, eigentlich ist er voll umzingelt und halt zahlenmäßig unterlegen gab. Aber es juckt ihn nicht. Schreckt halt kein bisschen zurück. Und ja, und dann melden sich jetzt die anderen hier, was weiß ich, Hibari war dabei, die hier noch aufgefroren wurde. Also wird ja von Kuhzahn. Das ist auch interessant, dass er wirklich aufgefroren werden kann durch seine Fähigkeit. So. Ja. Weil ich dachte jetzt immer, es wäre halt wirklich. Wie heißt es nochmal auf Deutsch? Nicht temporär, sondern. Also nicht langfristig? Ja, also langfristig irgendwie in dem so Fall halt so. Ich habe das andere Wort vergessen. Permanent? Permanent, danke. Nicht temporär, sondern permanent eingefroren, solange der Teufelsfruchtnutzer noch lebt, sag ich jetzt mal. Was ein bisschen OP wäre, aber. Ja, bei War Hancock war es ja auch so ähnlich so, ne? Nur sie konnte ja dann die Leute wieder aus dem Stein. Hier ist aber, hier gut Stein und Eisen dazu, ne? Aber. Ja. Ja, die wollen jetzt eigentlich, so nach dem Motto, wir sind eigentlich ready, wir können eigentlich wieder los. Ich hab vergessen, wie sie heißt. Die ist erst ein paar Mal vorgekommen. Also nicht Hibari, sondern die andere. Ja, ich guck mal ganz kurz mal. Ja, oder ich kann hier kurz schnell gucken. Das ist Kuyaku. Genau. Ja, genau, Dina ist die Bitch. Ja. Genau. Und dann gab's, sagt so von wegen, Kobe Grass, also dieser Captain Grass, ne, wie heißt der Captain? Prinz Grass, glaube ich. Prinz Grass, boah, ich bin wieder ein bisschen raus bei One Piece, deswegen. Was denn? Ich muss raus? Nee. Show must go on, sondern wenn ich das bringe, werde ich gecancelt. Der Prinz Doppel-I, Doppel-Z, du Huchs! Okay, alles klar. Ja, also Kobe, Prince Grass, Helmeppo, ihr haut schon mal ab. Ich mache hier alle fertig. Er sagt so von wegen, ja, Hachinoso, die Gerüchte passen perfekt oder dein Name passt perfekt. Das hört hier nicht auf mit den Piraten, so nach dem Motto. Und dann kommt aber auch wieder Kuzan. Und er sagt, ich kann dich nicht einfach so gehen lassen, Garp-san. Ich schwöre Gott, Garp, wirklich ein Schiff, der Typ. Ja, da sind halt wieder die vier, also Kobe, Garp, Prinz Gruß und Helmeppo. Und ja,
Jetzt geht's wieder los mit dem Fight. Aber dass aus Helmeppo so ein Charakter wird, wirklich von eigentlich einem Bastard. Anfangs-Villain eigentlich. Ja. So ein Marinesoldat, der auch noch wichtig ist. War ja vor allem noch der Sohn von Captain Morgan, oder wie er hieß. Der war auch, der Captain Morgan war übrigens ein richtiger Prick. Das finde ich auch eigentlich nice, dass relativ am Anfang von One Piece ist schon relativ klar wird, okay, die Piraten sind obviously so Bad Guys. Und dann kommt gleich der erste Marine, der eigentlich auch nicht viel besser ist, nämlich Captain Morgan. So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Ich muss mal kurz ein bisschen... bisschen schauen. Also die fangen jetzt an, aber es gibt leider quasi so eine Art Hinterhalt und jetzt wird Garp einfach mal durchbohrt. Ja, also um es mal klarzustellen, an sich, Garp befiehlt ihnen sozusagen, dass sie zur Küste rennen sollen, zum Schiff. Ja. Und von da fliehen sollen. Das machen sie rein theoretisch auch. Aber eine Frau wird anscheinend, oder wurde als Geiselsitz genommen. Kobi versucht sie zu retten, was aber im Hinterhalt endet. Nein, das ist ja die. Ja, diese ich glaube. Frucht. Und Groß sagt halt dementsprechend, nee, das ist eine Falle und dann wird er rein theoretisch angegriffen von einem Piraten von der Black Beard, also Shiryu, glaube ich, hieß er. Ja. Aber Garp schmeißt sich dazwischen und wird legit durchbohrt von seinem Schwert. Aber Garp juckt es nicht. Er hat ein fucking Schwert in sich und hat Shiryu mit einem Schlag auf den Boden gelegt und hat wirklich ihn so mit einem Schlag kaputt gehauen, dass er wirklich aussieht, als wäre er kurz vorm Sterben. Und dann sagt er einfach nur, that punk from Impel Down. Das ist eigentlich so ähnlich wie bei so Whitebeard. Das ist eigentlich so, schon so voll am Arsch. Blackbeard nutzt ihn, indem er die ganze Zeit seine Fähigkeit stoppt. Aber scheißegal, Whitebeard haut trotzdem noch Blackbeard um und killt ihn trotzdem noch fast. Obwohl er selber fast tot ist. Es gab ja auch ein Bild jetzt zu dem aktuellen Manga, also sprich auch 1088, wo Leute so ein Edit gemacht haben, wo Garp wirklich im Stehen rein theoretisch gestorben ist, so wie damals Whitebeard. Wäre das passiert, ich hätte geheult. Wirklich. Das, also wirklich auch mit diesen zwei Löchern so drin, aber die sind ja nicht durch die passiert, sondern an sich durch andere. Das ist halt ein bisschen komisch. Aber ja. Natürlich sind jetzt die anderen ein bisschen erschrocken und Kobi gibt es ja dementsprechend die eigene Schuld, dass Garp jetzt verletzt wurde, also ja, wirklich ja, genau. Brutal verletzt wurde. Fast zum Tod rein theoretisch. Weil so ein Messerstich überlebt man eigentlich nicht so einfach. Messerstich ist so ein ganz Schwert, ja, Messerstich. Was auch die anderen mitbekommen, also die anderen Piraten der Blackbeard-Bande, also diese Zwerge da, ist halt... Wenzel! Ja, ist halt dementsprechend, dass er jetzt vulnerable ist, also ne, so halt nur verletzlich jetzt, so am Schwachpunkt und greifen alle zusammen an. Und es wird verraten, dass sein Kopfgeld, der Crossgeld, 3 Sterne beträgt, also umgerechnet... So viel wie ein Admiral und 3 Milliarden Berries. Ja. Also so richtig viel Kohle. Und jetzt kommt aber Kuzan so von wegen, ja, nein, Leute, ihr habt keine Chance. Selbst wenn wir seine Arme und seine Beine quasi so festhalten oder so. Selbst dann nicht. Ich glaube, selbst dann, wenn sie abfallen würden, wäre er trotzdem stärker. Deswegen setzt er jetzt quasi den Eishandschuh ein, also Eisglove. Es ist ein Anspiel auf League of Legends. Wirklich jetzt? Es gibt auch ein Item, das heißt, glaube ich, Eishandschuhe. Aber vor allem hat dieses Bild aber so gar, man guckt einfach nur so, während Kuzan so mit der Attacke ankommt. Gab halt in dieser Sekunde wirklich ein Flashback kurz vorkommen. Was ich auch geil finde, siehst du bei Kuzan, dass seine Augen durch die Brille durchscheinen. Das stimmt. Das finde ich irgendwie cool. Flashback, hallo, willkommen. Wir sehen hier eine sehr junge Variante von Garp und eine sehr junge Variante noch auch von... Noch jüngere Variante von Kuzan. Also, noch jünger, also wirklich, ich glaube, das ist vielleicht... Kurz vor Dingster oder halt ein paar Jahre so noch vor dem God Valley-Incident. Kann sogar sein, weil Garp sieht echt jung aus. Weil ich glaube, Garp war zum God Valley-Incident schon eigentlich... Ein bisschen älter. Also wirklich, ich glaube Mitte 40, glaube ich sogar. Ja, weil Kuzan ist ja selber... Theoretisch ich glaube, wann ist denn... Wie alt ist denn Kuzan der Marine? Weil ich glaube, der war gerade mal Anfang 20, soweit ich weiß. Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht. Also Kuzan selber ist 49. Ja, nach dem Timeskip und da wurde im September geboren oder sowas. Hat. Was? Nichts verstanden. Was? Und Da. At the age of 19 sogar. Ja. Das ist eigentlich nicht Canon hier. Achso. Aber natürlich, das kann immer noch stimmen mit dem 19. Also er ist so Mitte, Anfang 20 so vielleicht der Marine beigetreten. Genau, und Garp ist...
Ich glaube, Gab ist ja schon fast 70, oder? Ich glaube, locker mehr. Gab ist 78. Das heißt. Der Typ ist fast 80 und hat eine Yonko-Einheit hops genommen. Es tut mir nicht reinschreiber, was ist das für ein Biest? Also er war hier 48, er sieht aber ehrlich gesagt jünger aus als 48. Er sieht aus wie 30, ich schwör bei Gott. Ja, also eigentlich passt es theoretisch nicht so hundertprozentig, aber ja. Gut, wir wissen natürlich nicht, wie lange es her ist. Ich meine, auch die ganzen Flashbacks davor waren. Sein halt einfach Gab ist halt einfach so krass, dass er mit 48 aussieht wie Mitte 30, weil er halt vom Alter dann einfach eine Maschine ist und so. Das ist der Wille, das ist. Ja, dann wurde hier schon gesagt, eigentlich hat er keinen Bock, Kuzan anzunehmen als Lehrling oder so. Mhm. Aber dann sagt Kuzan, ja, die haben mir schon alles beigebracht, was ich sowieso schon kann. Ich baue jetzt das nächste Level nach dem Motto, also mach mich zu deinem Schüler. Und dann geht's aber los mit dem Training. Und denk dran, kein Haki. Und dann stellen die sich einfach vor diese Battleships. Aber du siehst auch diesen Unterschied, dass wirklich Gab dieses Schiff wirklich vom Material her wirklich einbändet, also wirklich das biegt sich rein. Bei Kuzan ist einfach nichts passiert, das ist immer auch gleich. Weil er natürlich am Anfang noch ist, aber es ist halt wirklich unfassbar. Und dann vergehen halt, man sieht ja so, es vergehen so die Jahre und was weiß ich, es wird immer mehr, werden so diese ganzen Schiffe alle zerstört. Ja, die Schiffe da, gehen auch. Da hört man hier zum Beispiel, mein Sohn wurde zum Revolutionären, goddammit, da steht halt wirklich dammit. Also das ist wohl so die Zeit, wo Dragon zum Revolutionären wird. Warte, wir hatten noch letztens ein Reveal davon. Von Dragon und der Revolutionsarmee. Da war doch gerade mal 38, glaube ich sogar. Oder Mitte 30. Anfang 40 ungefähr so. Weil, dann würde es eigentlich so fast hinhauen, dass er in einem bestimmten Alter, also, dass man vielleicht weiß, welches Jahr. Dragon ist 55, also das. Ja, weil, wo wir Dragon auf Ohara gesehen haben. Wir checken nur mal, ob es so bei Oda storymäßig, auch timingmäßig alles so hinhaut. Wo wir Dragon auf Ohara gesehen haben. Ja, also vor also es war 22 Jahren. Mindestens, also weil da hat er ja schon seine Freedom Fighters, ne? Die hat er ja schon und dann kam erst die Revolutionsarmee. Also sagen wir mal 22 Jahre, das heißt Dragon war. Und er war 36, als Ruffy seine Geschichte begangen hat anscheinend. Naja, und 33 war er dann, als der Ohara-Incident war, das heißt, Gab war da 56. Also kommt's fast hin, weil. Ja, weil hier nur so ein paar Jahre eigentlich nur vergehen. Hier vergehen gerade mal 10 Jahre. Ja. Bis hierzu. Und jetzt aber natürlich nochmal ein weiterer Skip. Das heißt, zwischen eigentlich diesen zwei, also ihr seht's nicht, aber ihr könnt wahrscheinlich, also wer das schreibt natürlich, weil Manga natürlich liest. Open it! Bei dem Bild, wo man halt dieses Schiff sieht, was halt so, wo auch dieses Bam Bam und dann auch dieses, mein Sohn ist zum Revolutionstypen geworden. Ich glaube, dazwischen ist fast schon die God Valley Incident. Ja, ja, klar. Dazwischen ungefähr. Auch, zwischen den beiden Bildern. Ich glaube, God Valley Incident war legit. Der God Valley Incident muss vor all dem gewesen sein. Aber er ist. Nee, ist aber so, weil God Valley Incident war so vor 40 Jahren oder so. Da war ja noch. Goldie Roger war da ja noch nicht mal so ein krasser Pirat. Mhm. Also, es war noch früher quasi. Das ist also alles hier nach dem God Valley Incident. Also, muss ja, weil sonst wäre es halt strange. Also, ja, weil der God Valley Incident ist halt fast so lange her, wie Kuzan alt ist. True. Also da waren die halt noch alle so richtig jung quasi. Also von daher kein Wunder, dass vielleicht Roxy Zabek so krass war, dass so ein junger Gab und so ein junger Roger. Mit einem jüngeren Whitebeard und einem Bongard. Bogard. Ich war, dieser Charakter wird so schlimm. Es gibt Memes darüber, wo Bogard einfach wirklich mit dabei ist. Fucking Rayleigh war ja mit dabei. Ja, das auf jeden Fall. Junge, Rayleigh gegen Shiki. Ja, der erste. Imagine Rayleigh gegen Shiki. Das ist so ein schlimmer Fight. Ja, jetzt machen wir mal weiter. Jetzt kommt nämlich nochmal ein Skip. Das sind ja aber eigentlich nur ein paar Jahre, weil Ruffy ist ja 19, glaube ich. Das sind also höchstens jetzt 3 Jahre nochmal dazwischen. An dem Moment ist ja Quatsch. Da ist ja Ruffy geboren, nicht Dulli. Ruffy ist ja dann. Wann wollte er sagen, dass er ein Pirat werden will? Wahrscheinlich schon mit so. Nee, das ist eigentlich so Anfang unserer Story, wa? Anfang der Story, glaube ich, so, ja. Okay, ne, dann ist das erst vor 2 Jahren, aber ich hatte mega. Relativ, also sehr, sehr früh noch. Also dann ist halt quasi Mad so von wegen, dass jetzt sein Enkel auch sagt, dass er ein Pirat werden will. Aber dann Kuzan so nach dem Motto, warum sagst du mir denn das jetzt?
Und jetzt kommt nochmal so ein bisschen funny stuff. Gab will das Kuhzahn mit ihm, wahrscheinlich die Rice Cracker oder wieder sowas ähnliches. Lass mal was futtern und noch ein bisschen Tee. Und dann Kuhzahn aber, oder Aokiji. Ich bin jetzt ein Admiral, also ich bin beschäftigt. Und jetzt sind wir wieder in der Gegenwart. Dann sagt dir Kuhzahn so, ja, es ist irgendwie so deine Gewohnheit oder, ja, sich selber Feinde Feinde zu machen. Und dann so, wir sind jetzt fertig, mein Schüler. Und dann kommt dieses Battle. Man sieht auch, dass einer von den beiden, und ich glaube sogar Garp in der Hinsicht, irgendwas gemerkt hat an diesem Schlag. Weil es wird ja wirklich Haki eingesetzt, also auch Advanced Haki. Aber ich glaube wirklich, dass, glaube ich, Kuzan sich da ein bisschen zurückhält in dem Kampf. Ja, und jetzt ist halt absolute Uber-Madness. Kobi schreit, Garp! Und dann hören wir schon wieder diese... wer ist nochmal die Bitch, die so lacht. Ich glaube, das ist sogar das Schiff, die Insel, weil ich glaube, der redet ja in dem Falle. Ja. Nee, es ist, wie hieß es nochmal? Ich hab da jetzt echt lange... Wie hieß es nochmal, der Typ, der diese Inselfrucht hatte? Pizarro. Ja, also Avalo Pizarro ist in der Szene gerade so und sagt, dass halt das Schiff nicht davon kommt. Und, sagt halt dementsprechend, also er kommt nicht davon, sein Inselfrucht halt, soll man nicht unterschätzen. Und bewegt sich halt rein theoretisch, also er beschwört seine Arme und Beine da in dem Fall und will dieses Schiff komplett zerstören damit. Gab kann es aber nicht aufhalten, weil er liegt gerade am Boden. Und die anderen. Jetzt kommt diese riesige. Die Faust. Das habe ich doch gerade gesehen. Dieser riesige Arm kommt quasi aus dieser Insel raus, auf das Schiff, wo die noch alle sind. Hier Hibari und. Wie ist die denn jetzt schon wieder? Kuyaku? That's what I said. Okay, Halt die Fresse. Ja, also jetzt mal ohne Spaß, ich habe das halt lange nicht mehr gelesen, ich muss halt mich erst noch orientieren. Ja, also dementsprechend, also was Avalo Pizarro noch sagt, ist dementsprechend, dass der Vizeadmiral Garp und sein Squad of the Rising Stars die Mission verkackt haben, den Hero Kobi da zu retten. Kobi! Und Avalo Pizarro ist ein bisschen von dem Prick abgestammt worden, weil der anscheinend ein bisschen sehr übermotiviert ist, weil er denkt, er wäre krass. Das wundert mich eigentlich nicht, weil wenn schon deren Captain so krass... Ich würde nicht mal sagen übermotiviert, sondern einfach hochmütig eigentlich fast. Ja, das war das arrogant Wort. So. Das war das Wort, was ich nicht wusste. Dann sagt er aber natürlich, verliert jetzt nicht den Kopf, Leute. Die Gerechtigkeit wird siegen, so nach dem Motto, sagt Garp. Und dann gehen wir zu Kapitel 1088. Bevor wir das machen, eine kurze Werbeunterbrechung. Meine Idee. Ja, Mann, ich kann nicht gerne mit diesem Sound nicht nachmachen. Diesen Fensterputzer-Sound. Machen Sie nochmal. Am Anfang des Jahrhunderts. So, okay. Coverpage-Story. Wir sehen Ruffy und Ruffy. Genau. Einmal die Echtversion, einmal die Manga-Version. Und dann dementsprechend unten nochmal das Bild, wo die Strohbande mal mit dran ist. Alle Darsteller da sind, ja. Und also sprich den V-Jump sozusagen als Coverpage-Story. Und hier Tomorrow Studio und Netflix quasi, genau. Gezeichnet von Oda. In den ganzen Kampfposen im Hintergrund haben wir Garp, diesen typischen Katzentypen da mit den Klingen. Ich hab seinen Namen vergessen. Kuro? Ja genau, Kuro, Konos Basket. Bucky, wir haben Kobe als Kind noch, wir haben Shanks damals noch, Mihawk, Arlong und ich glaube Captain... Ist es Captain Morgans? Oh, Don Krieg, stimmt. Könnte gut sein. Man kann sie echt nicht gut erkennen, den letzten, aber ja. Aber ja. Weiter geht's. Wir haben wieder einen Flashback zur Navy. Ist der former Navy HQ. Kommen wir zu Lektion 1. Wenn ein Baby und ein alter Mann gestrandet sind auf einer Insel, voll mit wütenden Tieren, und ihr habt nur ein Boot, wo mindestens zwei Personen drauf sind, was könnt ihr tun? Diese Frage kommt. Maximal. Wo maximal nur zwei Leute drauf sind, was tut ihr? Ist die Frage von Garp. Kobi antwortet dementsprechend auch drauf. Er geht runter vom Boot für die beiden, also opfert rein durch sein Leben für die beiden und würde die damit beschützen. Garp bewirft ihn aber dann mit, ich glaube, einer Flasche oder so. Und sagt, dass es halt falsch ist, denn
man soll das Kind retten und den, sich selber, aber den alten Mann spricht ja, nicht. Den schon fast halbtoten, was kennt man denn Gieser eigentlich? Ja, Jesus ist wirklich so eine Bezeichnung als alter Sachsen, als alter Mann, also wirklich halt ja. Schon fast eigentlich ins Gras beißender. Ja. Und so, warum zur Hölle seid ihr denn mit den Marines geworden und so weiter? Ja. Und dann sagt er nämlich, um quasi die Zukunft quasi voranzubringen, quasi, wenn man so will. Und dann müsst ihr das im Kopf behalten, denn ihr habt quasi noch mehr vor euch als irgendein altes Fossil. Also schnappt euch das kleine Kind oder das Baby hier sogar und lebt weiter. Und dann sagt aber halt jemand anderes halt, wahrscheinlich vom ähnlichen Level her. Ich glaube, also die Person ähnelt mir dieser einen alten Frau. Ja, weiß ich nicht. Zuru meinst du? Ja, diese ganz alte. Ja, ich glaube, ich ähnlich alt wie gehabt, aber ich glaube, das ist aber jemand anders. Hm. Dann sagt die so von wegen, alle Leben sind eigentlich gleich viel wert, also gibt nie wieder so eine Lektion hier wie sonst und so weiter. Und dann sagt er aber noch so, das Potenzial der Jugend hat aber keine Grenzen, sagt dann Gar. Ich schwöre bei Gott, Gab es der beste Lehrer der Marine. Kann mir jemand erzählen, was er möchte. Ohne Gab wären die, glaube ich, nicht so weit. So, noch ein Flashback. Ein paar Wochen zuvor auf Amazon Lily. Falls ihr wissen wollt, warum ein paar Wochen zuvor, die Timeline in One Piece ist ja ein bisschen broken. Die ist wirklich broken. Man muss sich ja vorstellen, dass Ruffy eigentlich mit Rayleigh mehr Zeit verbracht hat als mit seiner Crew. Ja. Erstens das und zweitens passiert ja alles gleichzeitig. Also sprich, Law passiert gleichzeitig mit Kid und Amazon Lily, zugleich auch mit Egghead. Und zugleich auch noch die Fahrt zum Dings, da passiert auch noch hin, also zu Egghead von der Marine hin. Ist alles gleichzeitig. Das ist immer das Problem, wenn man halt eine Story schreiben, weil man muss gleichzeitige Sachen irgendwie richtig reinbringen. Aber es macht Oda ziemlich gut. Problem ist aber für manche, die sich halt wundern, warum denn Blackbeard hier ist auf Amazon Lily, aber zugleich nach ungefähr ein paar Tagen bei Law. Ja, vergesst nicht, er hatte die Teleportationsfrucht, also der Sniper von denen hatte die Teleportationsfrucht. Wannauge! Ja, genau. Das macht es halt dementsprechend leichter für die, auch sich fortzubewegen. Keine Ahnung, wie groß das Limit oder die Range von dieser Frucht ist. Ob es jetzt eine Room-Fähigkeit ist, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, solange er etwas in Sicht hat, kann er sie wahrscheinlich nicht teleportieren. Aber somit sind sie ja dementsprechend in der Lage, wirklich meilenweit zu reisen. Jetzt geht's weiter. Ja, und dann so von wegen, ja, also sagt jetzt zu dem, wer ist denn jetzt der Vizeadmiral hier? Das verstehe ich jetzt nicht. Kobi ist doch nicht der Vizeadmiral. Ich glaube, die meinen sogar ihn. Okay, dann weiß ich nicht, wer das ist. Das ist dann nicht, dann sagt halt quasi, Kobi sagt quasi, das ist ja nicht zu ertragen, selbst wenn er hier einer der vier Kaiser ist, sollen wir jetzt uns zurückhalten und einfach nur zugucken, während die anderen Officer als Geisel nehmen, nur weil wir quasi keine Erlaubnis haben, uns einzumischen, weil ist ja so, die Marine hat jetzt erstmal hat eigentlich nicht die Erlaubnis, einfach so direkt gegen den Kaiser zu kämpfen. Ja, die Marine ist halt, also die Marine ist halt wirklich mit von allen Einheiten am nicht am schwächsten, aber auch nicht am zurückhaltendsten, weil die werden halt zurückgehalten. Ja. Ihnen sind ja sozusagen jemanden Klotz am Bein durch dieses Recht. Ja. Hätten die dieses Recht nicht, ich schwöre bei Gott, selbst Sakatsuki wäre schon auf dem Weg nach Egghead selber. Ja, aber du musst auch überlegen, es ist auch nicht so smart, ein Kaiser an seine ganze Crew. Also die Regelung macht schon Sinn so. Ja, aber an sich macht, also würde es halt so sein, würde halt. Ich glaube aber, Sakazuki ist nicht so der Sakazuki. Der Dude ist zwar vielleicht, er hasst halt die Piraten wie sonst was, aber er ist halt nicht dumm, so nach dem Motto. Kizaru wäre der einfach so zu fucking Big Mom oder so fliegen würde. Der ist jetzt rein theoretisch auf dem Weg nach Egghead. Ja, also Kizaru ist wirklich der würde nicht zögern. Warum Kizaru mit 5L jetzt dahin ist, erfahren wir ja so oder so noch, aber ist ein bisschen strange, dass Kizaru ist. Man hätte auch Fujitora oder Akami oder so, wie er hieß, nochmal hinschicken können. Wie ist er denn nochmal? Agamaki, doch. Aramaki. Sag ich doch. Avocado. Frische Wakadu? Okay. Come to Taco Bell, we got frische Wakadu. Okay, also das hat halt Kobi alles gesagt so. Und jetzt sagt aber Blackbeard so, was willst du denn, Held? Willst du wirklich einen Krieg starten? Ich versuche irgendwie so wie ein Prick zu klingen, weil Blackbeard ist ein Prick, aber ja. Und dann sagt halt dieser Vice Admiral, von dem ich wirklich nicht weiß, wie der heißt, aber ich kann ja mal gleich finden, was heraus, wie der heißt. Die haben nämlich eigentlich alle Namen.
Das ist wer? Das ist Yamakaji, aber den hatten wir auch schon mal gesehen. Der war sogar beim Buster Call von Enies Lobby dabei. Ja, doch. Doch, jetzt, wo du sagst. Ah, er kam mir schon bekannt vor, so an sich. Ja, ja. Weißt du, wer nochmal vorkommen muss? Ja, ja. Wie hieß er nochmal? Eigentlich alle Piraten von Marineford damals noch. Aber wie hieß denn der eine, der hat so einen Zopf oben gehabt und so. So diesen der, der Whitebeard stabbt oder ein anderer? Nee, der, nicht der Typ mit dieser Hundekappe. Ich glaube den Namen nicht. Nicht Morgan. Meinst du jetzt einen Marine oder meinst du einen Piraten? Ein Marineoffizier. Eine, der mit dem Helm? Nee, ich gucke. John Giant, der Große? Nee, nicht der. Der ist ja gefühlt tot. Ich gucke mal. Mach mal du weiter, ich gucke mal kurz nach. Okay. Genau. Also so. Der Weißadmiral, dem wird halt klar, Kobe gehört zu Sword. Deswegen kann er das jetzt quasi machen. Und Kobe bietet dann ja, wie wir ja schon wissen, er bietet an, anstatt all den ganzen anderen Marines und den ganzen und dem Battleship selber als Geisel mitzugehen. Und das ist halt so der Grund, warum die überhaupt Kobe mitgenommen haben. Also Kobe bietet sich an, anstatt von denen. Deswegen, das passt eigentlich auch schon wieder zu der Held. Ich finde es auch tatsächlich eine relativ krasse Leistung von Oda, dass er halt wirklich versucht, das alles zu balancen. Er versucht, bei dem eigentlich ja ursprünglich freundschaftlichen Verhältnis von Kuzan und Garp, das irgendwie noch reinzubringen, sodass man da irgendwie mitgenommen wird. Kobe muss er noch inszenieren und dann den ganzen anderen Kram. Also es ist schon keine leichte Aufgabe, das jetzt alles zu machen. Und es funktioniert einigermaßen gut. Jetzt sind wir wieder in der Gegenwart. Jetzt kommt halt weiterhin diese riesige Hand. Kanonenkugeln bringen nichts. Ach so. Und jetzt ist die Frage, wer hält jetzt diese Kugel, mein Gott, diese Hand davon ab, das Schiff quasi komplett zu zerstören. Garp liegt jetzt noch auf dem Boden. Die anderen Marines, ich weiß nicht genau, wer es ist. Mumonga, den meine ich. Ach, der. Okay, den habe ich aber. Von Mumonga. Dann war deine Beschreibung aber nicht gut. Ja, wie sah denn der nochmal aus? Ja, doch, mit so einem kleinen Bart. Ja, der Dude muss aber auch sein, der Typ ist nicht eine Legende. Junge, Mumonga. Ich weiß nicht warum, den Charakter mag ich ziemlich. Ja, Mumonga ist irgendwie cool, ich weiß nicht warum. Der war irgendwie, vor allem der Boah Hancock ist ein Fähigchen einfach ausgehalten, so mit dem Motto. Ja, indem er halt sich Schmerzen verpasst hat. He ain't a simp. He ain't horny. Well, I mean, you can't be horny if you put a... He ain't a bitch. Ja, okay. Also dann sagt hier, ich weiß nicht, wer von den Marineleuten es jetzt hier ist, aber der sagt dann so hunderte von Navy Soldiers und halt von den Zivilisten werden sterben, wenn die Hand das Schiff erreicht. Und Garp sagt einfach nur, don't worry, you guys got this. Ich verlasse mich auf euch, so nach dem Motto. Und jetzt, dann sagt der Captain Kobe, beweg du dich auf diese Hand zu und zerstör es und quasi zerteile es in Teile. In kleine Stückchen. Ja. Dann sagt er, was? Aber diese Hand ist viel zu groß, so nach dem Motto. Was? Dann sagt er, okay, dann du, Rear Admiral Gruss, du musst das Schiff von den fallenden Gesteinsbrocken beschützen. Und Herr Meppo, du passt auf, dass keiner irgendwie dich in den Weg stellt. Dann sagt er, never second guess yourself in the heat of the moment. Also, ja, hinterfrag dich niemals selbst, wenn es jetzt gerade um den großen Moment geht. Das sagt aber auch nur, weil Kobe das sagen wollte. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann. Genau, aber es wurde mittendrin unterbrochen. Also, Garp war so, you ain't speaking shit bullshit. Er sieht so ein bisschen aus wie Squado hier. Ist noch wer Squado war? Nee, er sieht aber aus wie ein Prick. Squado war noch der Whitebeard. Ja, stimmt. Der sieht schon ein bisschen so aus. Der Verräter, ne? Der Hurensohn. Vielleicht ist es sogar der. Nee. Und dann sagt er, hey, Kobis Gruppe bewegt sich auf uns zu. Er ist, scheißegal, sie sind hilflos ohne Garp. Die Leute mögen ihn vielleicht einen Held nennen, aber er ist quasi nichts ohne, was ist denn jetzt, Glorified Raw Cadet? Ein glorifizierter roher Kadett. Ich glaube, Cadet ist irgendwie, weiß ich nicht, ohne seine Leute oder so. Und dann so, jetzt machen wir sie fertig. Ohne die Kameraden. Und dann rennen die hier so weg.
Und dann Groß fragt, hast du irgendwelche explosiven, hast du irgendwelche Sprengkörper, um das Ding zu zerstören? Er so, ich fürchte leider nein. Ich muss jetzt nur etwas herausfinden. Und dann so, etwas herausfinden, dass diese Hand ist quasi groß genug, um ein ganzes Kriegsschiff zu zerstören. Mit halt seiner Handfläche halt so. Ja. Ja. Hier haben wir Mr. Kanonenprick, der halt wirklich diese Aussehen-Prick. Er denkt einfach so, yo, du kommst nicht weg, schießt. Helmepo denkt sich, yo, die haben uns gesehen. Erinnert sich an die Worte von Gab, keiner darf in den Weg kommen. Und er schneidet wirklich diese Bomben, diese Kanonenkugel auf und ist in dieser Explosion gefangen. Kobe ist natürlich erschrocken, aber Prinz Groose sagt natürlich, ich weiß nicht, wie den Namen ausspricht, ich sage deswegen Groose. Ich weiß auch nicht, ob ich Grus sagen soll oder Groose. Ich glaube, Grus klingt ein bisschen besser. Prinz Grus sagt natürlich, Kobe, nicht hingucken, weiter vorwärts, weil sie müssen ja diese Mission erfüllen. Ja. Ich mache mal hier von ihr weiter, ne, damit sie auch mal ihre Redepause haben und sich ein bisschen aufsammeln können. Ne, weil mir liegt ihre Gesundheit sehr im Herzen, jetzt sterben sie bitte. Dankeschön. Gobson, where exactly do you going? Gob sind sie. Omae wa mou shinde. Okiji. Yo prick. Es fehlt nur noch Tashigari dana. Mugiwara. Mach du noch mal. One Piece. Nein, dieses Crocodile. Ah, 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 ah. Stimmt, das war auch noch. Sashiburi dana. Mugiwara. Ich glaube, so Mugiwara muss man so ein bisschen tiefer. Schwabber Crocodile. Warte, hörst du noch mal? Mugiwara. Okay, das war ein Fail. Das war ein Fail. Mugiwara! Gab's dann? Wo denkst du, gehst du jetzt hin, hä? Sie kommt von Mr. Ice Prick. Ja. Mit so einer Wunde, wie die du hatte. Also wirklich, er tropft Blut, also sonst du aus Tropfen. Ja. Blut tropft halt wirklich. Blut kommt aus seiner Wunde raus, mein Gott. Gab natürlich so, jo, ist nur ein kleiner Kratzer. Bruder, Gab ist einfach so. Gab hätte damals. Gab könnte den Arm verlieren. Er hätte sich gedacht, jo, krieg ich wieder rangenäht. Deswegen sage ich ja, also, Whitebeard ist echt lucky, dass er nicht gegen Gab kämpfen musste damals. Junge, Akainu ist lucky, dass er nicht gegen Gab die Fresse bekommen hat. Das stimmt. Imagine, pre-Timeskip Gab. In so einer Szene. Was ist jetzt wieder passiert? Er sagt dann so, oh, und ich habe mir schon fast, also Sorgen, sagt, die haben mir schon fast Sorgen gemacht und dann gab's so, ja, es zeigt einfach nur, dass du quasi ja soft bist, was weiß ich. Also noch halt wirklich weich und schwach. Weich, so. Ja. So, die Szene, er hat ihn wirklich mit einem Schlag auf den Boden genommen, also wirklich auf den Boden der Tatsachen wiedergebracht. Ja. Zudem kommt noch, dass Gab jetzt Zickzack spielt mit den Häusern auf der Insel und sich auf Pizarro fortbewegt. Er bewegt sich einfach nur so da durch. Er bewegt sich, ich will das im Anime sehen, ich schwör bei Jesus. Er bewegt sich wirklich auf Pizarro zu. Ich muss mal ansonsten ein bisschen größer machen. Ich sterbe sonst voll wegen dieser Szene. Gab wirklich, er fliegt auf seine Fresse zu und sagt nur so, yo, Gab kommt auf mich zu und ich kann halt nichts machen, weil es halt einfach. Und dann kommt Galaxy Divide. Gab hat seine Fresse poliert und selbst seine echte Fresse noch gefühlt gesplittet. Er hat ihm die Nase gefühlt gebrochen. Mit diesem Schlag. Also ich unten. Beim die Typen sagen auch wahrscheinlich, war das wirklich ein Schlag? So nach dem Motto, das war eigentlich eine Naturgewalt und kein Schlag. Und das war eine Atombombe. Das war Oppenheimer's Atombombe. Die erste. Ja. Und jetzt mittlerweile aber natürlich, also Prinz Grass und Kobe bewegen sich halt hier drauf zu. Kobe versucht was und jetzt sagt er noch so, live up to his expectations, also zu Gab halt natürlich. Ja, und setzt anscheinend Moonwalk oder was zumindest ein. Daraufhin halt Pizarro. Du alter Hund, was auch irgendwie passt, weil er hat ja diese Hundekappe und sein Schiff mit dem Hundeding da vorne. Denkst du, kannst mich aufhalten, so nach dem Motto, und du wirst jetzt sehen, was jetzt passiert. Du hast mich piss mich an. Ich sage jetzt nicht das Letzte. Du hast mich an. Du, ja, du, you piss ja, me off. Ich bin angepisst, das passt ja. Aber eigentlich. Hat dieses Ende so. You piss me off, miau. Digga, ja. Warum miaut der Bastard, Alter? Ich hab's aufs Maul gekriegt, weil deswegen nicht sprechen kann. Nee, der Typ spricht ja wie so eine Katze. Deswegen, der Typ sieht ja so eine Katze ähnlich. Ja, der hat im letzten Chapter auch. Im letzten Chapter auch wie so eine Katze manchmal Worte von sich geben. Noch ein kleiner, also das ist jetzt eigentlich eher nicht so ein richtiger Flashback, aber so
Naja, doch, eigentlich schon. Doch, es ist ein Flashback. Also aber erstmal so in den Gedanken von Gab und dann geht's richtig in Flashback rein. Gab spricht da halt so mit Helmeppo. Er sagt so, hey Helmeppo, Kobi hat sich echt ziemlich verbessert in letzter Zeit. Also warum sieht es so aus, als ob er immer so erschöpft ist? So, warum sind seine Arme die ganze Zeit in Bandagen quasi? Okay, das ist jetzt ein bisschen problematisch. Jetzt ist es doch nochmal kurz in der Gegenwart. Es geht so ein bisschen durcheinander gerade. Es ist durcheinander. Also wir haben kurz den Flashback, ne? Also warum er sich fragt, er fragt sich, warum Kobi seine Arme in Bandagen hat. Dann haben wir nochmal kurz einen Blick auf Kobi, der halt wirklich auf diese Hand zuspringt. Und also wir fanden es von den Piraten von Blackbeard, die denken halt so, okay. Die machen sich so drüber lustig, so, ha, dieser Dulli hat doch keine Chance. So. Ja, die denken halt wirklich, er kann es halt damit stoppen. Gab daraufhin halt wieder im Flashback, genau, oh, jetzt geht's halt also Beat Up, also im Sinne von wirklich, er hat sich irgendwie Schlägerei die Hand irgendwie so gebrochen. Schultern halt. Ja genau, also Hand oder Schultern richtig. Warum sieht eigentlich Helmeppo hier aus wie dieser, ein bisschen so aus wie dieser Prince Stelly? Ja, du meinst oder der König Stelly. Ja, der Prick so. Der Bruder von, der Halbbruder von Sabo. Der sieht halt wirklich so aus. Ja, also Kobi hat halt immer so gesagt, verglichen mit allen anderen hat er halt quasi null Fähigkeiten, irgendwie richtig vernünftig zu kämpfen. Das bedeutet, er muss halt eigentlich immer zehnmal stärker zu trainieren reicht nicht, sondern 200 Mal mehr Anstrengung muss er aufbringen als alle anderen. Ich muss immer weiter trainieren oder ich habe keine Chance, irgendjemanden zu beschützen. Und wenn ich das nicht machen kann, bin ich niemals ein großartiger Marinesoldat. Und dann sagt er, dann sagt Gab zu Helmeppo, du sagst mir also, dass nach dem, ja, nach meinem speziellen Trainingsregiment, ich glaube, das heißt sogar im Deutschen so, Regiment, dass er dann quasi noch heimlich noch weiter trainiert. Neben diesem normalen Training, was wahrscheinlich schon hart genug ist. Ja, Helmeppo daraufhin halt so wirklich, er misst halt keinen Tag, also er wirklich, er trainiert jeden Tag. Und dann sieht man hier halt auch, wie er da in Bandagen und die Hand so, aua und so weiter, und dann sagt wahrscheinlich Helmeppo, boah, aua! Dann sagt Helmeppo, aber komm, jetzt erhol dich doch endlich mal, Kobi. Bei dem Aua ist mir noch eingefallen, Wodka und Bier, aua! Alter Typ, Alter. Das ist zu lustig. Deutschland Primetime. Ja, Kobi verbringt halt quasi die ganze Nacht damit, auf diese Battleship-Bags einzuschlagen, bis seine Fäuste halt quasi aufquellen und bluten eigentlich, ja, gefühlt. Ja. Also wirklich, also halt, ja, ein bisschen Handgefühl eigentlich aufplatzt eigentlich und blutet. Und dann sieht einfach Gab wieder so dieses Grinsen. Gabs Grinsen, ich schwöre, aber ich weiß nicht warum, aber wenn Gab grinst, weißt du ganz genau, entweder passiert irgendwas Schlimmes oder es ist das Schlimme. Ja, jetzt, a whole lot of shit happens, Hibari hat Angst, macht sich Sorgen um Kobi. Und dann, Kobi sagt, und dann hat Kobi sagt, ne Moment, scheiße, wer sagt denn das? Das ist Pizarro. Genau. Alter, das ist ein bisschen verwirrend, guck du mal kurz mit. Ja klar, warten Sie kurz, ich muss mal kurz rein, weil ich sehe es von der Distanz nicht, was hier gesagt wird. Who of these is talking? Hä? Ich glaube, wie blässe ich bin. Ja. Ja doch, das ist eigentlich Pizarro, der es sagt. Also, ja. Das wird nicht lange dauern. Ich hoffe, du, es gefällt dir, diese Schreie von deinen gefallenen Kameraden zu hören. Ja. Stimmt, diesen Nia ist ja auch wie so eine selbst Taste. Selbst wenn sie versuchen, von Bord zu springen, Aokiji, können sie alles einfrieren. Ja, daraufhin hat diese andere, ne, ja, mit der Peitsche, genau, sagt er zu sie, wir müssen gehen, volle Fahrt Segel voraus. Segel setzen. Backboot. alle so waren so, Captain Kobi, er ist halt, ja, er ist schon eigentlich weit entfernt davon, wenn ich es jetzt richtig verstehe. Ja, die müssen weg. Ja doch, die müssen dann weit weg von, die können es ja nicht aufhalten, so. Ja. Bruce hat dementsprechend einfach so, er wundert sich so, Kobi? Ja, und dann, dieser, ich vergesse den Namen die ganze Zeit, Digga. Pizarro, ich nenne es einfach Rieseninsel, wundert sich halt, wie es halt dazu kommt. Hier haben wir nochmal kurz aus dem Flashback etwas, ich glaub, also, das denkt er gerade. Nee, doch, aus, ja. aus seinen Gedanken halt dementsprechend, ja. Halt so, er muss halt das zerbrechen, sonst werden halt, oder er kann alle nicht sterben.
weil sonst hat er das Blut von seinen Kameraden an seinen Händen. Wir sehen Kobe mit Full Haki Fist und den Blitzen. Also, wie, also es ist erweitertes Rüstungshaken, glaube ich, war es, ne? Ja. Und jetzt kommt's. Sein Angriff hat die Hand von Pizarro komplett zerscheppert, in zwei geteilt. What the fuck? Von Handfläche bis zur Schulter gefühlt. Honesty Impact. Alle sind verwundert. Auch Pizarro wundert sich, wir sind ja wirklich... Aua! Dieser Schnitt geht wirklich bis zur Schulter durch. Die halt bei ihm sind, er kann sich eigentlich nicht bewegen. Er ist eigentlich komplett eigentlich K.O. in der Szene jetzt gerade. Weil die Hand halt gefühlt von ihm gebrochen ist. Wer ist denn das? Ist das nicht, Tashigi? Ich glaube schon, Tashigi war doch mit die ganze Zeit mit dabei. Ah, okay, ja, Tashigi gut. Tashigi wundert sich halt, okay. Hier diese... Bitch. Kibari. Kibari hat auch so, oh mein Gott, Kobe, du bist so toll. Fuck you. und alle jubeln jetzt, yo, Kobe ist voll cool. Amazing. Alle so, oh, Kobe, you're amazing. Ey, yo, what's about the debris? ja, da ist Gruz. Der dementsprechend halt mit dazu kommt eigentlich gleich. Also er fängt, keine Sorge, er fängt es auf. So, Spoiler schon mal dafür. Kobe hat's geschafft. Gab lacht sich den Arsch ab. So. Gab fällt runter, aber lacht sich den Arsch ab. Helmeppo heult und sagt dann auch, dass es unfassbar war. Geht zum Gruz. Und sagt halt, du hast die ganze Zeit diese Stärke halt verheimlicht. So, Kobe ist aber erschöpft von dem Angriff. Also das heißt, anscheinend von Gruz. Ja, Clay Rap. Das ist halt auch schon geil, dass halt mit diesem Clay, also wie Don Clay, doch Bon Clay, ja. Auch halt fast, also fast die ähnliche Fähigkeit hat, nur halt ein bisschen anders. Ja. Kann aber dementsprechend so Spinnenweben einsetzen, also fast wie Nico. Bon Clay? Bon Clay hatte doch dieses Verwandlungsding. Nee, war es Number 2? Du meinst dann Number 2, also Galdino wahrscheinlich, ja, mit seinem Wachsfrucht. Ja, ja, genau. Okay. Ich verwechsel die beiden, weil irgendwie habe ich die beiden gleich im Kopf. Ich habe die am Anfang, wusste ich auch nicht, wer ist. Kobe ist aber erschöpft, das heißt, er hat wirklich zum... Ne, lass mal so, ich sehe das Gefühl gar nicht mehr. Okay. Du Hurensohn. Ich habe das Gefühl aber, dass Kobe wirklich zum ersten Mal auch dieses Haki gesetzt hatte. Vielleicht auch durch den Kampf gerade eben, ist er extrem erschöpft. Ja. Das heißt, dieses Haki hat ihn ja wirklich zum K.O. gebracht. Also sehen noch, er fliegt halt noch hier runter so. Stimmt. Leichtes Detail in der Hinsicht. Helmeppo fängt ihn zum Glück, ja. Und bringt ihn dementsprechend auch, ja, bringt ihn auch auf zum Schiff. Helmeppo jubelt nochmal, dementsprechend jo, war cool. Kobe sagt so, er hat es wirklich geschafft. Er hat auch diesen ganzen Arm wirklich komplett weggeblowt wie ein fucking Mountain. Also ja, der Arm war halt wirklich... Gab hat seinen Schüler trainiert in dem Fall. Ja. Fast. Ja, Prinz rettet die jetzt halt. Genau. Alle sind am Jubeln von den Marines. Die sind halt dementsprechend alle dort, also halt alle auf dem Schiff. Jubeln, feiern so, also halt bis auf Kobe, weil der erschöpft ist. Ja. Alle danken Kobe dementsprechend, auch dieser Bitch. Oh, Hibari-san, nee. Ja, du bist safe. Ich kann sie nicht leiden. Genau. Because she's a woman. Nein, just kidding. Oh, okay. Just kidding. genau. Hier kriegen wir nochmal einen Anruf über die Teleschnecke. Boro, 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 boro. Oi, Gaupison. Die Mission, und ich wirklich zitiere, die Mission Rescue Kobe war ein Erfolg. Ja, Copy Dead, also sprich, jo, ist angekommen. Bitte mach dir auch vergewisser, dass du auch bald so schnell wie möglich auch zurückkommst. Ja, also gab es so schnell wie möglich. Gab es noch auf der Insel, also auf Hachinosu. Und da muss ich jetzt ranzoomen, weil das halt wirklich sehr. Opala. Bliat. sehr viel zu lesen ist und auch sehr klein war. Genau, alle Truppen sollen sofort von Hachinosu weg. Ja. Er wird etwas selbst herausfinden und in einer Situation wie jetzt gerade ist es wichtig, die Kinder. Zuerst wegzubringen, weil es höhere Prioritäten sind. Ja. Okay, wir können ein bisschen was von dem Dialog jetzt hier, glaube ich, mal skippen. Ja, aber es ist für die auch wichtig, also man gab's Worte sind da schon wichtig, deswegen möchte ich erwähnen, weil er erwähnt er wirklich, dass es halt wirklich auch für die endlich ankommen ist, diese Message, dass halt wirklich, dass das halt wichtig ist, dass die Zukunft gerettet wird in seinen Augen, also die Kinder oder die jüngere Generation. Mhm. Kobe möchte es aufhalten. Er sagt, Prinz, wir müssen umdrehen. Deren Erfolg, also Zitat gab, deren Erfolg hier wird auch zeigen, wird auch den anderen Piraten sozusagen überall es zeigen, dass halt die Marine doch es geschafft hat.
Bruce selbst ist aber am Heulen. Er würde es gern tun, er darf aber nicht. Ist ein Kommando. Bruce wirkt eigentlich wirkt am Anfang erstmal wie so ein ziemlich krasser Dude so. Er wirkte so leicht, so dieses edgy, so, oh, ich juck, mich juckt's nicht so. Er ist halt irgendwo, hat er gerade in diesem einen Chapter hat er persönliche Entwicklung gehabt, die hast du gefühlt gar nicht mehr. Deswegen, also so, halt, er hat es halt improved, so auch einer meiner Favorite Marine-Soldaten. Ist halt auch in dem Fall Groose, weil er irgendwie schon cool ist, außer die Mütze ist ein bisschen komisch. Deswegen bewegt euch weiter vorwärts. Vergiss niemals. Genau. Vergiss. Wenn ihr die Zukunft der Marines seid, dann legt Gab auf und lacht immer noch, obwohl... Obwohl er wirklich von Aokiji durchbohrt wurde mit diesem Eisspeer und umzingelt ist von jedem einzelnen, also fast jeden einzelnen Piraten, der noch da war. Also wirklich auch Shiryu, San Wolf ist wieder zum Beispiel, also Hohen Wolf ist wieder da. Vasco Shot da. Genau, Vasco Shot ist wieder da, die ganzen anderen Pricks. Ihm geht's ja auch anscheinend wieder ein bisschen besser. Das Krasse, was ich finde, ist halt, dass man bei Kizaru nicht sieht, was für eine Emotion er gerade hat. Bei Kuzan, was für eine Emotion er gerade hat. Ob er jetzt wirklich traurig ist, ob er vorher über den Sieg, sag ich mal, sich freut. Ich denke aber ganz kurz, wozu ich auch nochmal gleich komme, dass Gab nicht tot ist. Kann nicht passieren, weil macht oder in dem Fall nicht. Dazu gleich nochmal. Erstmal mal kurz Abschluss. Genau. In den nächsten Tagen wird auf dem Papier stehen, dass der legendäre Zeitschrift, ne? Also in den Zeitschriften von morgen. Morgens. Morgens. Wird stehen, dass der legendäre Held Vizeadmiral Garp als vermisst erklärt wurde auf der Pirateninsel, aber erfolgreich den Helden Kobe gerettet hat. Ja. Zudem. Eine andere Geschichte wird auch nochmal ganz kurz die Aufmerksamkeit der Welt sozusagen in Anspruch nehmen. Was bild da jetzt noch gleich? Ich zitiere, ich kriege Gänsehaut wirklich, wenn ich so sage. The Egghead Incident, where the Emperor Strawhead Ruffy, would face a siege on the Island of the Future. Und dann sieht man Marineschiffe, die kommen einfach alle auf Egghead zu. Our tale shifts back to the Island of the Future. Break next week, das heißt diese Woche, wo wir das machen, es ist jetzt gerade Sonntag, ist der Break. Ja, das nächste Chapter kommt schon bald raus. Sprich nächste Woche Donnerstag, Freitag kommt das nächste Chapter raus. Dienstag oder Montag gibt es die Spoiler. Ich bin sehr gespannt. Wir sind endlich wieder auf Egghead. Hoffentlich, also wenn Oda danach jetzt nicht Egghead rauskommt, dann reich ich nach Japan und köpfe ihn. Und danach habe ich wahrscheinlich ein Kopfgeld höher als Dragon. Es gibt ja jetzt in dem Fall, diesmal gibt es jetzt nicht viel Theorienkram. Es gibt ausnahmsweise mal weniger. Es gibt ja nur am Ende die Theorie, halt, ob Gab jetzt lebt oder nicht. Ich gehe stark, also wirklich brutal davon aus, dass Gab lebt. Warum? Erkläre ich. Gab kann nicht sterben. Also nicht, dass er unsterblich ist. Er darf halt nicht sterben. Er ist ein wichtiger Charakter für die Story. Ja. Er könnte nur sterben im letzten, also wirklich im Finale von One Piece. Ja, ich hatte da schon. Könnte er sterben, was wahrscheinlich passieren wird. Aber er wird für Teach, also Blackbeard, eine hohe Rolle spielen. Warum? Sie haben Pudding. Puddings Fähigkeit. Und vielleicht wird Teach irgendwas über die Void Century herausfinden. Weil Teach weiß ja schon viel. Ja. Wenn er über die Void Century weiß, was. Wie viele? Zwei Polyglyph-Abdrücke hat er? Er hat zwei. Ich glaube, er hat noch für die von Dingster. Ja, die von Lore. Die von Lore und seine eigene jetzt nochmal, also die er irgendwann bekommen hatte. Also auf jeden Fall mindestens zwei. Genau. Wenn er die hat, plus Informationen über Void Century, God Valley Incident, wäre schlimm. Ja. Weil du weißt ja nie, was dort überhaupt erstens passiert ist. Zweitens, wir kriegen vielleicht noch ein Reveal dazu oder ein Flashback zu dem Ganzen. Und was auch noch geil wäre, wenn halt wir so eine Konversation zwischen Aokiji und Garp hätten. Vielleicht noch, warum er die Marine sozusagen noch verlassen hat. So an sich nochmal so ein kleiner Throwback. Mhm. Und vielleicht kriegen wir nochmal diesen Offscreen-Fight von ihm und Akainu mal hin. Ja. Was geil wäre, weil halt 10 Tage am Stück durchgekämpft. Ich will wissen, wie dieser Kampf war. So, wir können einzelne Bilder haben, aber dieser Kampf ist halt brutal wahrscheinlich. Ja, ich will erst nochmal. Erstmal finde ich es natürlich schwierig zu glauben, wie zum Fick Gab überleben soll. Weil er ist einfach komplett umzingelt und so weiter und so fort. Und du musst auch mal überlegen, Kuzan hat jetzt eigentlich den Druck ein bisschen, dass er
sich als loyal erweisen muss, wenn er jetzt irgendwie dafür sorgt, dass Garp, ne? You know what I mean? So, er könnte ihn halt einfrieren, klar. Viele sagen halt, er wird da wahrscheinlich eingefroren, wie damals Jagoi the Soul. Ja, aber dann ist natürlich Ohara. Die Frage nicht, warum, du musst mal überlegen, das geht ja theoretisch, du kannst jemanden einfrieren und dann das Eis kaputt machen und dann jemand ist am Arsch. Er könnte ihn aber wie im Anfang des Kampfes, schon mein zweiter Energy, wie am Anfang des Kampfes in so ein Eisball einfrieren. Was auch möglich wäre. Also wenn, das hängt dann natürlich alles davon ab, dass auch wieder die anderen in Blackbeards Bande Dullis sind. Oder er hält sie halt auf. Ja, also für Kuzan wird es jetzt eine sehr wichtige Entscheidung. Ich glaube deswegen aber... Deswegen hört Oda auch auf genau an der Stelle auf. Ich glaube wirklich, dass das auch... dass Kuzan hier vielleicht sogar sagen wird oder ein Argument bringt, wie zum Beispiel, lass ihn mal leben, vielleicht hat er Informationen, die Teach helfen könnten, für irgendwas. So, wie man die Marine vielleicht stürzen könnte, wie man vielleicht die Insel offiziell macht und ihn jetzt Piratenkönig dort, also diesen Inselkönig. Wenn die natürlich es wirklich schaffen, irgendwie Garp, weil das muss er auch erstmal schaffen, so Garp gefangen halten. Es wäre schon mal schwierig genug. Also ich weiß ja, also ich kann es jetzt schon mal so sagen. Akainu? Als Großflottenadmiral wird erstens viel Druck von oben bekommen, also von Kong nochmal und von der Weltregierung. Mhm. Plus dazu wird er Kobe anscheißen dafür, dass Garp wegen ihm sein Leben riskiert. Ja. Und dort ist. Und Garp ist halt wirklich ein größeres Druckmittel als Kobe. Ja, eigentlich schon. Wenn du es von der Position, allein vom Powerscaling so siehst, ist Garp ja unmenschlich stark. Er hat keinen Teufel, sondern wirklich ein pures Haki eigentlich nur. Deswegen ist er an sich wirklich für die Marine von hoher Wichtigkeit und ich gehe mal stark davon aus, dass... Allein schon wegen dem guten Ruf, den er der Marine gebracht erstens hat. An seinem Ruf hängt so richtig viel. Jo, auf seinen Schultern hängt die ganze Marine eigentlich. Ja. Deswegen ist er wirklich... Selbst obwohl wahrscheinlich Sakazuki ihn nicht mal so mag, wie wir ja wahrscheinlich wissen. Höchstwahrscheinlich nicht, aber halt Sakazuki muss halt... Machen, Er muss halt seinen Job nachgehen. Also wenn Sakazuki es nicht macht... Macht es Fujitora, Aramaki oder vielleicht sogar selbst Kong. Weil Kong steht nochmal über ihm. Ja, aber bei Kong, ich bin eigentlich gespannt, was mit dem eigentlich. Weil Oda, ich hoffe, er hat ihn nicht vergessen, ne? Glaube ich aber nicht. Deswegen ist halt wirklich, warum ich ja Kong erwähne. Man darf halt nicht vergessen, auch nur, weil Akainu halt Großflottenadmiral ist, heißt ja nicht gleich, dass er über allem steht. Nee, Kong ist noch ein bisschen theoretisch über ihm. Nicht nur theoretisch, er steht ja allgemein ja wirklich über ihm, vom Rang auch her. Ja. Er ist ja wirklich, er ist ja auf Mary Joa stationiert, rein theoretisch, also irgendwo in Mary Joa. Ja. Wir wissen ja nicht genau wo. Aber halt nicht nur, dass Kong da ist, sondern auch allgemein die Weltregierung steht ja über ihm. Das heißt, die fünf Weisen könnten ihm diesen Befehl geben, dass er halt irgendwas dagegen macht. Ja, nur was halt so ein bisschen mittlerweile im Laufe der Zeit das Problem geworden ist, dass manche Sachen in der Hierarchie, dazu kann man eigentlich immer noch ein Video machen, weil es immer noch genug unklar. Ja. Das sieht man jetzt auch. Kong ist halt, ja. Ja, aber so mancher Stuff ist halt so ein bisschen unklar. Okay, in der Marine ist der Flottenadmiral am höchsten, das ist klar. Also Sakazuki. Ja. Dann kommt aber Kong ist irgendwie so komisch dazwischen. Er hat jetzt den Job Commander in Chief, nur wissen wir nicht genau halt, was das heißt. Ne, weil es ist halt so ein bisschen strange. Er kann irgendwie nicht nur die Marines befehlen, sondern natürlich auch die sieben Samurai der Meere. Das Problem dabei ist... Diese gibt's nicht mehr. Ja, erstens das und zweitens auch damals hat einfach so ein Sengoku hat sich hingesetzt und mit denen gequatscht, so, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Ja, da gehe ich jetzt stark davon aus, dass halt wirklich, dass es vielleicht wie bei den Seraphim ist, dass halt manche halt extra, sag ich mal, so einen Status, Bonusstatus haben, weißt du, was ich meine so? Ja, du bist halt Vizeadmiral, aber du kannst halt den und den nochmal befehlen, im Gegensatz zum Beispiel zu anderen Vizeadmiralen. Das kann sein. Ne? Dann kann man aber noch eine das mit Ennis Lobby kann ich auch noch verstehen, dass er da auch noch Autorität hat. Aber mit Cypherpo ist problematisch, dass er da irgendwie auch noch Autorität hat. Theoretisch ja. Weil er irgendwie so, dass so ein Zwischending ist. Das Problem ist nur, das meiste haben jetzt zuletzt auch immer die fünf Weisen gemacht. Ja, das ist halt so. Und CP0 ist ja nochmal komplett was anderes. Die stehen ja quasi direkt unter den Weltaristokraten. Und deswegen, ihr könnt mir höchstens auch erklären, dass Kong so bei diesen Cypherpol-Einheiten 1 bis 8 einiges zu sagen hatte.
Das ja. würde noch gehen. Das, oder, ja doch, das ist so, also, aber Cypherpol 0 ist halt wirklich und 9, die es ja auch nicht mehr richtig gibt. Ja, ich glaube, die gibt es ja an sich ja nicht mehr. Ja, ich glaube, die gibt es auch nicht mehr. Aber an sich wirklich die Cypherpol 0, also wo Rob Lucci und seine Bande so drin sind, dass die halt wirklich speziell sind, weil die halt auch wirklich vom Powerscaling wieder an sich höher gemessen sind, verstehe ich ja voll und ganz. Und dann haben wir, die sind ja auch so ein bisschen die Protect, die Beschützer der Weltaristokraten. Genau. Und dann wurde es aber noch komplizierter, weil dann kamen die Gods Knights. Ja, das ist wieder so ein anderes Powerscaling-Ding. Eigentlich, wo du recht hast, mir geht es gerade nicht mehr unbedingt ums Powerscaling, mir geht es eher so darum. Ja, also. So manche haben halt so ähnliche Funktionen. So. Okay, bei den Gods Knights ist es theoretisch noch so, die sind halt nur in Mary Joa. Die sind halt nur da und die sind halt wirklich auch wirklich Plan B. Und die sind auch vor allem so krass, also zum Beispiel jetzt hier bei Figaland Garling, dass er dann auch einen anderen Weltaristokraten. Der einen ganz normalen eigentlich Status hätte, wie er selber, dass er den halt einfach hinrichten kann. Ja, das also heißt, ist eigentlich mega OP-Hierarchie-mäßig. Also macht schon Sinn, dass es noch über Kong ist. Also dieser Garling. Also Garling ist safe noch über Kong. Ich glaube auch wirklich, dass Garling der einzige von den God Knights ist, der halt sowas machen kann. So habe ich das Gefühl. Ja, er wurde sogar eingeführt als der Anführer. Also deswegen, der also die anderen können wahrscheinlich nicht alles machen wie er. Ja. Deswegen, also wir müssten wirklich ein separates Video machen zu den Rängen in der Weltregierung. Ja, weil es wird noch ein bisschen komplizierter, deswegen lassen wir es jetzt deswegen, darüber sein. Ja, aber an sich, ich bin gespannt, was jetzt in Eckert nochmal passiert, weil ich habe vergessen, wo wir in Eckert stehen geblieben sind. Ja, ich weiß auch nicht. Aber, was wir nicht vergessen dürfen, im letzten Mal, wo wir Eckert gesehen haben, auf dem letzten Cover hier Endpage. War Kizaru, glaube ich, der so. Nicht Kizaru, das war ein Blackbeard-Schiff, was wir mal gesehen haben. Ja, stimmt, das war ja noch schlimmer. Das heißt, wir haben eins von Blackbeards Schiffen dort. Gott weiß, wer da drauf ist. Es könnte Blackbeard ja selber sein mit seiner Crew noch. Ja. Es könnte aber auch ein paar von denen sein. Könnte auch nur dieser Jesus-Bürger hier, dieser. Jesus-Burgis. Genau, und halt. Also, ich war an Orga und Doc Q. Und wie sie alle heißen. Und hier, wie ist denn das Pferd von denen? Pegasus. Ja, danke, Pegasus. Ich kann den Namen nicht. Also voll passt zu dem Namen, weil er kann auch fliegen wie ja. Pegasus. Es könnte wirklich nur die sein. Und Blackbeard ist dann irgendwo auf einem anderen Weg irgendwo hin, alleine. Weil Blackbeard alleine ist ja schon strong as fuck. Ja, Blackbeard alleine stimmt. Ja, ich bin auch mal sehr gespannt. Ich muss tatsächlich auch mal wieder sagen, oder immer mit diesen Fake-Andeutungen von den Toten. Also manchmal ist es, also so langsam ist es ein bisschen too much, so. Verstehe ich. Also mir gefällt das jetzt langsam auch wirklich nicht mehr richtig. So. Weißt du, es gab auch wirklich. Er hat auch schon mal kreativeren Stuff gemacht, von wegen. Es gab ja so ein Fanmade-Bild, wo man irgendwie, ich glaube hier so zwischen diesen beiden hier nochmal so ein extra so ein Bild hatte, ungefähr so in der Größe vielleicht, oder hier vielleicht wie die beiden so, wo so gesagt wurde, es tut mir leid, dass du lange warten musstest, aber ich bin eigentlich hier. Und dann hat man noch so Kurzan gesehen, der so war so, wie kommt der denn hierher, und war schon die ganze Zeit hier, und alle waren so schockiert, so, wie kam der hierher, ja, wer ist denn die ganze Zeit, er stand ja auch, also er war so angehockt auf seinem Speer und einfach Bogart so angeb hier stehen. Leute feiern diesen Charakter aber anders, ich weiß nicht warum. Borat kam einmal vor irgendwo im Anime gefühlt. Alle waren so. Das ist die Regel, die Charaktere, die man am wenigsten sieht, sind am OP-sten. Shanks, Dragon, etc. True, true. Weil man dann denkt, Oda hält diese richtig lange zurück, was er natürlich auch tut. Borat! Deswegen ist er kam wirklich einmal kurz vor. Irgendwo, ja doch, in Water 7 sogar. Ja, noch ein bisschen häufiger. Ja, also in Water 7, aber es gab diese eine Szene, wo Garp zu ihm meinte, jo, du übernimmst jetzt mal ganz kurz, also jo, kein Ding. Angeblich ist er halt wirklich auf, das Problem ist, wir wissen jetzt nicht, welche Page ist jetzt hier, welche Page. Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, nee, kann ich jetzt hier nicht. Also irgendwo sollte tatsächlich in 1087 angeblich auch Bogart stehen. Oh, das ist 1087? Ja. Also ich glaube auf dem Schiff neben Kuyaku irgendwo. Aber ich bin mal ganz ehrlich, ich habe ihn nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob das nicht Bullshit ist. Nee, ist das nicht 1087? Doch. Oder? Hä? Also ich verstehe halt nicht. Also angeblich soll er da dabei sein, irgendwie auf dem Schiff, weil auf dem Schiff war ja Kuyaku und nicht auf der Insel selber.
Aber ich habe ihn da nicht gesehen, so, also. Ich weiß nicht, ob das nicht Bullshit ist. Bin mal ganz ehrlich. Denke ich aber auch, weil ich hätte mich gewundert, wenn Borat wirklich da drin vorkam. Also ich halte das jetzt erstmal für Bullshit, liebes One Piece Wiki. I don't see shit. Warte, darf ich nur kurz? Das ist aber eine ganz andere Coverpage hier. Das ist 1088, deswegen. Deswegen war ich ja gerade ganz verwundert. Warte? 1087. Ja, das stand oben gerade bei uns auf der Seite, stand 1087, es war aber 88. Ja, oben hier in der Suchleiste. Ja, ist auf jeden Fall. War ein bisschen schwierig, deswegen war ich verwirrt, weil ja auch die Coverpage anders aussah. Ja, stimmt. Ich dachte wirklich, das wäre er hier, aber es hat zu viel Drip, der Typ. Naja, also, einer von denen kann es sein, der muss halt schon wirklich. Der muss halt. Also, man denkt auch, das wäre vielleicht der hier, aber I doubt it, bin ich ehrlich. Ja, ich glaube, die Leute gehen davon aus, dass es der ist. Na, der hat nicht so eine ja. Also hier, der hier im Hintergrund. Mal weiter runter, weil man sieht ja. Hier, ist es nicht der? Was ist mit seiner Frist passiert? Ja. Das ist so schlimm, ich schwör bei Gott. Ja, guck mal nochmal. Also ich halte das für Quatsch, dass der... Nee. Ja, und dafür müssen. Aber ich halte das für Quatsch, dass der Boga sein soll. Nee, also, nee, I think you're talking shit. Ja, dann geht's weiter auf Egghead. Ich bin mal sehr gespannt und vielleicht machen wir beim nächsten Mal wirklich mal so eine Organisation der Weltregierung, weil ich hoffe auch so, dass wir nicht zwei Parts machen müssen. Und dann machen wir das mal. Es sind ja auch schließlich noch... Ich dachte nämlich letztlich mal, vielleicht machen wir es nicht mehr, weil es wird ja alles geklärt im Laufe der Zeit, aber es sind schon echt noch ein paar Sachen ziemlich unklar. Es gibt ja auch mehrere Arten von Guards in Mary Joa. Es gibt diese Dully Guards, also ja. Diese normalen Typen, die Sabo auch mit einfach diesen, so... Mit diesen Sperrten. Ja. Dann gibt es halt die God's Knights, die wir ja eigentlich so in der Form gar nicht gesehen haben bis jetzt. Und dann gibt es noch, und die werden glaube ich nie erwähnt oder über die wird nie gesprochen, es gibt diese Dudes, die aussehen wie Agenten in schwarzen Anzügen. Die auch immer so mitlaufen mit den Weltaristokraten. Zum Beispiel als Charlos so verletzt war und auf dem Rücken von diesem Sklaven da transportiert wurde, saß neben ihm noch so dieser Dude im schwarzen Anzug, der aussieht wie so ein Agent. Das sind so... Wer sind eigentlich die so das, nach dem das Motto? Sind, das sind diese vom Imperator in diesen roten Anzügen. Ich schau bei Rotze. Ja, stimmt. Genau dasselbe Motiv so. Ja, aber ich bin gespannt. Also auch zu den God Knights, also wir müssen wirklich mal allgemein so ja, das machen wir dann demnächst. Die über die Weltregierung so an sich. Nur mal so als kleine Anspielung oder als kleines, was ich denke und was ich vielleicht als Theorie reinstellen würde, ist halt, haben die God Knights neben Haki vielleicht so eine Teufelsfrüchte? Wenn ja, kann sein. Wenn ja, vielleicht eine vierte Art. Das wäre halt heftig, wenn ich imagine eine vierte Art. Oder sie haben eine von diesen Experimenten gehabt, aber eine erfolgreiche. Ja, also die sind ja... Das ist, weil es würde ihnen halt so brutale Stärke geben, weil stell dir vor, du hast eine Kopie von... Ja, doch, so eine wieder so eine Kaido-Kopie-Frucht oder so eine andere. Das wären dann vor allem ein paar von den... Also es gibt ja nicht viele Weltaristokraten, die überhaupt jemals Früchte hatten. So Rosinante, Doflamingo, die fünf Weisen. Ja, vielleicht, wir wissen es auch nicht so ganz. Ja. Und... Ja, sonst eigentlich kaum einer, wenn du mal so richtig überlegst. So die Weltaristokraten verfüttern das lieber an Sklaven, just for fun. Ja. Doch, das ist Morgan. Nee, doch, das war angeblich Morgan sein Ding. Also Captain Morgan, ja. Ja. Ja, es geht eigentlich schon wieder viel zu lang und... Ja, damit würden wir erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, falls ihr zugeschaut habt so lange. Weil wir reden ja Bullshit immer so zwischendrin. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt gerne in die Kommentare, falls es irgendjemand tut, falls noch Kommentare existieren.
the fuck? Lass ein Subscription da. Subscribe. Thank you for 10 million likes. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf das nächste Chapter. Die Spoiler. Vielleicht gibt es die ja schon am Montag. Die nice. Spoiler sind vielleicht. Also es gibt die Anfangsspoiler, die detaillierten Spoiler kommen am Dienstag raus. So wirklich, ja. wo auch Sprechblasen eigentlich auch gekopiert werden daraus. Ja, wobei das ist manchmal erst am Mittwoch. Aber wobei zuletzt kam sogar das ganze Chapter schon am Mittwoch. Ja, das ist ja also schon. Es wird irgendwie im Laufe der Zeit immer früher. Damals hieß es noch, Freitag kommt das Chapter. Freitag, ja. Und jetzt kommt es einfach Mittwochnachmittag. Ich glaube, die haben zu viel Freizeit. Leute, es tut mir leid. I got a super motherfucker behind the camera. don't show them the eye. Tschüss, ist ein Bilder. Mit diesen Worten, haut rein. Viel Spaß. Esst euer Gemüse und kackt viel. Tschüss. Was? And, show must go on. Oi, Gobson. Ich musste vor allem so gerade lachen, dass ich einfach den Aufnahmebutton verfehlt hatte. Oh my mama. Shindu. Nani.